Giornate Triestine. Die Triesttage in der Steiermark standen unter dem Motto Diversität ist Reichtum. Zunächst war man verwundert, wie kommt die Achse Triest und das idyllische Seckau mit seinem Stift zustande? Der Grazer Historiker Gerhard Dienes stellte interessante Vergleiche her. Der Connex besteht in einer persönlichen Verbindung zwischen dem Veit Heinichen und dem Konditormeister Michael Regner. Und er hat eine kleine Kaffeekonditorei. Und daher haben wir gesagt, ja, warum gehen wir nicht zu Michael Regner und zeigen die Kaffeehäuser von Triest, eine Fotoausstellung. Für den Historiker ein interessantes Ambiente. Dieser Bau, dieses Stift geht zurück in das 12. Jahrhundert, eine romanische Basilika. Seckau hat immer sehr starke Beziehungen zum Süden, zum adriatischen Raum gehabt. Liegt ja unweit der alten Venediger Straße, die von Wien in die Lagunenstadt geführt hat. In Seckau befindet sich das Mausoleum von Erzherzog Karl II. Von Innerösterreich, der auch für Triest zuständig war im 16. Jahrhundert und der in der Nähe von Triest das Gestüt Lipizza begründet hat. Die Kaffeehäuser von Triest heißt eine Ausstellung mit Fotografien von Martin Beer aus den Archiven. Diversität ist Reichtum. Veit Heinichen weiß zu diesem Thema einiges und mehr. Ja, da ist Triest natürlich eine sehr exemplarische Stadt, in der wir die Spuren von über 90 Ethnien finden. Es gibt keine Triestiner Familie, die einen ethnisch monotonen, langweiligen Stammbaum hätte, sondern da ist ganz Europa drin. Die Stadt ist der Schnittpunkt der drei großen europäischen Kulturen, der slawischen, der romanischen und der germanischen. Dazu hin kommt, dass wir die Stadt auch waren am südlichen Ende des Eisernen Vorhangs. Osten und Westen, der Bezug ist groß, Meer und Berg. Diversität ist Reichtum, weil sie sich auch ausdrückt in dem, was die Immigranten mitgebracht haben. Denn über 90 Ethnien heißt, dass die alle von außen gekommen sind. Und das drückt sich aus in ganz vielen Aspekten. Was besonders beeindruckt, ist der Triestiner Dialekt. Es existiert ein Lehnwort aus dem Österreichischen, das zu einem Mischmasch führt. Im Dialekt finden wir Sprachen aus ganz Europa, bis ins Finnische oder Türkische. Zum Beispiel sagte neulich ein Freund zu mir, ich muss zum Guckerle gehen, dem war ein Dardal Gucker. Ich sage, Marino, wo musst du hingehen? Naja, zum Urologen. Ne? Und einen Tag später sagt ein anderer Freund zu mir, pass auf der Autostraße, auf der Autobahn auf, da stehen die Guckerle, ne? Gucken. Ne? Und sage ich, was, Urologenkongress auf der Autobahn? Dann sagt er, nee, Radarkontrolle. Und so gibt es bis zum Plafond, das Vis-à-vis, das Trottoir, das gibt es, und die Ciabatta. Und es gibt jegliche deutschsprachigen, französischsprachigen, englischsprachigen, natürlich slowenischen und serbischen Einfluss, bis hin ins Türkische hinein. Und das ganz diesen Einfluss haben wir auch in der Triestiner Küche. Wenn Sie überlegen, dass der Triestiner Kaffee, die große Kaffeekultur Triests, von Schweizern aus Graubünden begonnen wurde. Es ist natürlich wirklich die Stadt am europäischen Schnittpunkt mit allen Einflusszonen und mit allen Menschen. Das, was wir uns hoffentlich alle unter Europa vorstellen. In Seckau kann man bis zum 17. August in einer Ausstellung, in einer stilvollen Konditorei, Triestiner Flair genießen. Aber nicht nur das. Vieles, was geschichtsträchtig ist, konnte man mit Staunen erfahren. Veit Heinichen begeisterte Triestiner und Steirer.